Am 10. September 2006 verabschiedete sich Michael Schumacher ausgerechnet nach einem Sieg bei Ferraris Heim Grand Prix in Monza vorerst von der großen Formel-1-Bühne. An diesem Schritt des damals 37-Jährigen war ein Rekord von Ayrton Senna nicht unschuldig. Sein letztes großes sportliches Ziel konnte Schumacher nicht erreichen. Seine Ferrari-Mechaniker weihte Michael Schumacher als Erster ein. Ich möchte, dass ihr es von mir erfahrt, bevor ich mit den Medien spreche. Ich wollte euch sagen, dass ich euch alle so liebe und dass wir eine wunderbare Zeit zusammen hatten, teilte Schumacher ihn via Boxenfunk mit. Aber alles muss einmal zu Ende gehen, und so ist dies leider mein letztes Monza-Rennen gewesen. Bei der emotionalen Siegerehrung verabschiedete Schumacher sich dann von den Tifosi. Gerüchte über dessen Abschied waren bereits seit Wochen durch das Paddock gegeistert. Tausende Fans liefen nach dem Rennen auf die Strecke, um ihr Idol zu feiern. An den Geländern der Tribünen hingen Spruchbänder mit Abschiedsgrüßen an den Deutschen. Michael, ich bitte dich, verlasse Ferrari nicht, oder Schumi, wir werden immer an deiner Seite sein, hieß es auf den Transparenten. Standing Ovations für den Rekordweltmeister. Beim Abspielen der Nationalhymnen konnte Ferrari-Boss Luca di Montezemolo die Tränen nur mit Mühe zurückhalten. Er ist ein Teil der Geschichte des Rennsports, lobte der Italiener seinen Fahrer, auch Ehefrau Corinna Schumacher und sein langjähriger Wegbegleiter Jean Todt verfolgten die Abschiedsszenen ergriffen, habe jeden Moment genossen. Offiziell teilte Schumacher seinen Rücktritt dann auf der Pressekonferenz nach dem Rennen mit. Um es kurz zu machen, dies war mein letztes Rennen in Monza. Ich habe gemeinsam mit meinem Team entschieden, Ende des Jahres zurückzutreten, sagte die Ferrari-Ikone mit Tränen in den Augen. Ich habe in mehr als 30 Jahren im Motorsport eine großartige Zeit gehabt. Ich habe jeden Moment genossen. Er bedankte sich außerdem emotional bei Familie und Freunden. Ohne ihre Stärke und ihre Unterstützung wäre es unmöglich gewesen, in diesem Sport zu bestehen und erfolgreich zu sein, sagte Schumacher, dessen Cockpit nach Saisonende an Kimi Räikkönen überging. Senna Rekord als Schlüsselerlebnis. Mit dem Gedanken an einen Rücktritt hatte sich Schumacher schon länger beschäftigt. Beim Qualifying zum Saisonauftakt in Bahrain hatte er Ayrton Sennas Rekord von 65 Pole Positions geknackt. Das war ein Schlüsselerlebnis für den Kärntner. Die Geschichte von Ayrton ist eine Geschichte, die mich immer verfolgt hat. Jedes Mal, wenn ich damit konfrontiert werde, werde ich sehr emotional. Nicht, dass das ein Ziel von mir gewesen war. Aber als es dann passiert ist, hatte ich einfach das Gefühl, dass jetzt ein guter Zeitpunkt zum Aufhören sei, erklärte Schumacher in seiner Biografie. Seitdem reifte die Entscheidung, bis Schumacher sie in Monza schließlich verkündete. Abgang als Vize-Weltmeister. Sportlich lief das Jahr 2006 für den Rekordweltmeister nicht ganz zufriedenstellend. Schumacher hätte seine letzte Saison gerne mit seinem 8. Titel beendet. Nach dem Erfolg in Monza lag er nur noch knapp hinter Konkurrent Fernando Alonso, der damals für Renault fuhr. Am Ende der Saison musste sich Schumacher dem jungen Spanier aber geschlagen geben, so trat die lebende Legende als Vize-Weltmeister ab. Doch langfristig konnte der erfolgreichste Formel-1-Pilot der Geschichte die Finger nicht vom Motorsport lassen. 2010 kehrte der Wahlschweizer für 3 Saisons noch einmal in die Königsklasse des Motorsports zurück. Er konnte aber im Mercedes nicht an seine früheren Erfolge anknüpfen. Sebastian Ernst.